Ist doch ganz gut geworden. Schön. Ja, ne? Sinniger wäre es vielleicht gewesen, wenn ich das Lagerfeuer drinnen gebaut hätte, ne? Ja, naja, gut. So, ich baue mal hier so eine Mauer hin. Okay. Ich will auch mal gucken, was haben wir denn da noch alles Feines? Ui. Was wollen wir denn nehmen? Holz oder Stein? Stein eher, oder? Geht Holz kaputt? Ja, der Stein auch, klar. Was ist das? Eine kleine Blockhütte? Blockhütte unter. Aha, okay. Essen. Käfig. Wir können Käfig bauen. Ja. Trockengestell. Aha, Garten. Ja. Ich kriege gerade langsam Spaß. Stocklager, Baumstammschlitten. Aha. Yay. Soll ich mal den Baumstammschlitten bauen? Weil dann können wir wahrscheinlich mehrere Bäume transportieren, ne? Baumstämme meine ich. Ja, das geht. Warum macht er das jetzt hier Komm, nicht? ich baue den mal. Ja, bau mal. So. Da, dann gehe ich mal da oben hoch. Aber jetzt macht das. Machst du jetzt aus Stein oder aus Holz? Steine. Okay, gut. Aber wir können ja nachher noch eine Lage Holz raufbauen. Nur damit wir schon mal ein bisschen Sicherheit haben, weil Steine finden wir hier überall. Ja. Ich kann schon bestimmt seit einer Stunde nichts mehr aufnehmen an Steine. Ja. So. Ja, man kann sich auch Taschen bauen, die erweitern das Ganze. Weil jetzt kannst du ja 5 Steine aufnehmen, glaube ich. 5, ja. Ja, 5. Und nachher kannst du 10 aufnehmen. Hand, ey. Oh. So. Oh. Mal ein Schlückchen trinken. Okay, das müsste eigentlich soweit erstmal passen. Hoffen wir es mal. So. Mal gucken, ob das hier passt. Ist halt doof, weil ich da so schräg bauen muss. So, jetzt müsste das der Schlitten auch fertig sein. Brauchst du Steine? Ich komme dann. Ja, alles gut. Leg da ein paar Steine drauf. Jawohl, so, der Schlitten ist auch fertig. Schön. Ja, schön, wunderbar. Sehr schön, sehr schön. Der hat auch eine Fahne. Ja, den kann man auch wiederfinden im Prinzip, ne? Weil damit kannst du ja dann auch woanders hinreisen und den da stehen lassen dann, ne? Ich habe keine Steine. Verstehe ich jetzt nicht. Ich habe da genügend Steine hier. Ich kann da immer jemanden mit abwerfen mit den Steinen. Ja, kannst du Ja, auch. aber warum sammelt der die denn nicht bei mir? Sammelt nicht. Der zeigt mir immer nur an, dass ich die werfen kann. Egal, ob ich Ach so, die einen. kleinen. Ja, und großen auch. Ja? Ja? Da, siehst du? Ich hab die in meiner Hand. Hier ist eine Spinne. Ist ja ein Ding. Ja, der sammelt die bei mir nicht. Ich hab keine Ahnung. Nee, der macht das bei mir ganz komisch. Ich muss einen in der Hand halten Ja? und dann sammelt er die anderen. Aha. Ja. Was ist das denn? Da. Ja, was soll ich denn machen? Das ist ja ein Ding. Eigenartig, ne? Ja, auf jeden Fall, weil bei mir geht's so. Boah, überall sind Spinnen, ey. Ich glaube. Ja. Geht gar mir gar nicht. So.
So. Ja, so ein Tor, da bauen wir noch irgendwie mal später was rein. Dass wir da mal durchlaufen können. Müssten wir die nicht noch höher machen, die Mauer? Ja, na klar, auf jeden Fall. Die Also, muss. kann man die dann einfach draufbauen? Dann Ja, noch einmal? genau. Wenn das nachher fertig ist, dann braucht man nämlich nur einmal langziehen und dann ist der direkt automatisch so, dass der die Bahn so nimmt, wie die da ist. Ah, okay. Steine, Steine, Steine. Große, kleine. So, wie viel? 4 Stück noch? Oh, schön. Wir brauchen ein Seil. Tada. Für was denn? Ach so, für das Dingens bestimmt. Ein Seil? Ach so, ja, für da Für hinten, den ja. Schlitten mit Sicherheit. Da fehlt noch einer, oder? Hier fehlt noch ein Stein. So, jetzt aber. So. Dann zack. So. Noch eine Mauer drüber. Halt. So. So. Ich glaube, wir sollten Und. uns mal wieder so auf den Weg machen zum Schiff. Ja, es wird schon wieder dunkel, ne? Ja. Dann machen wir das mal. Ich folge dir. Hoholo. Was ist eigentlich da unten? Oh, alles schwarz. Oh Gott, schnell hoch. Oh Gott. Ja, aber man kann auch tauchen. Boah, ich hab das. Das hört sich bestimmt doof an, ne? Aber ich hab das in Spielen. Ich hab wahnsinnige Angst vorm Ertrinken. Echt, ja? Ja, und ich hab das auch bei, wenn ich ein Spiel spiele. Wenn ich da zum Beispiel eine Figur steuern muss, jetzt hier, sagen wir jetzt hier Tomb Raider. Ja. Die ja dann da meistens immer so tauchen muss und so. Dann habe ich das Problem, dass ich habe wirklich die Panik, dass die Figur nicht schnell genug da rauskommt und ertrinkt, als wenn ich das selber wäre. Ah, okay. Das ist ganz komisch. Ich kann das absolut nicht haben. Ich kriege da echt so eine, weiß nicht, wie so eine Urangst. Ja, warum nicht? So, gespeichert habe ich. Apropos Urangst, da habe ich letztens auch was von gehört. Was haben sie gesagt? Ich glaube, der Mensch hat allgemein, hat eigentlich nur zwei Urängste. Aha, okay. Und alle anderen Ängste kommen erst so im Laufe der Erziehung und seines Lebens und seinen Erfahrungen erst dazu. Ich Okay. glaube, eine der Urängste ist halt diese Höhenangst, also diese Angst vorm Fallen. Ja, genau. Ja, und dann, ich glaube, dazu zählt hier dieses Ersticken halt, hier Ertrinken, Ersticken so. Aha. Das wusste ich nicht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, bei Galileo haben sie das gesagt. Galileo. Ja. Ja, guck an. Hui. Was ist denn hier los? Mist, hier können wir gleich schlafen gehen. Hungrig bin ich, hungrig. Kann ich Wie? das eigentlich jetzt einstellen hier noch auf Deutsch? Geht das? Ja. Wo macht man das denn? Ich muss selber jetzt mal eben gucken. Gameplay. Gameplay. Und dann Englisch, Sprache, genau, Deutsch. ja. Das ist ja cool. Ich hab's auch auf Deutsch. Ist ja geil. Bei mir hat sich das irgendwie automatisch auf Deutsch schon gestellt gehabt. Ja, das ist jetzt das neue Update gewesen. Vorher konntest du nur auf Englisch halt, aber es ging auch, ne? Also, um Gottes Willen. So, gute Nacht. Ah ja, gute Nacht. Guten Morgen. Guten Morgen. Wo ist der Kaffee? Oh, Kaffee. Oh. So. Und schönen Latte Macchiato, das wäre gut. Ja, nee, Ja. Kaffee reicht. Wie trinkst du deinen Kaffee?
Ja, ganz normal. Ich meine jetzt mit Milch und Zucker. Oder, also, nee, nur mit Zucker. Oder schwarz oder so. Das. Nee, nur Zucker. Na, ich trinke den mit Milch und mit Zucker und oh, ich mache da eigentlich eher so Milchkaffee draus. So. Ich muss es heute irgendwie mal ein bisschen langsamer angehen. Mir tut schon der Arm weh von hier den Stick hier runterdrücken, ey. Wie heißt L3? Genau, L3 muss ich drücken die ganze Zeit, um schnell zu laufen. Ah, okay. Ich muss das heute mal ein bisschen langsamer angehen. Ja, das glaube ich. Können wir jetzt hier auch reingehen? Jo. Da sind Fotos drin. Fotos? Ja, und ey, wir können uns das Rüberschwimmen sparen, ne? Wir, Ach ja, genau, wir können ja hier speichern, genau. Also. Oh Gott, ey, ja, echt, ne, also. Mensch, Mensch, Mensch. Ich auch voll verpeilt jetzt. So. Ja, guck, schön. Jetzt probiere ich das mal mit dem Topf aus hier, ob es hier Wasser irgendwie gibt. Nee, ich glaube nicht, ne. Was baue ich denn jetzt gleich als nächstes, ey? Ja, Steine sammeln. Nee. Ich muss echt sagen, das macht richtig Fun. Das hätte ich nicht gedacht. Ja, ne? Aber es macht Fun. Ich denke mal, weil wir jetzt auch zu. Also, mir macht es jetzt Spaß, weil wir jetzt auch zu zweit sind. Ich glaube, alleine würde mir das schnell langweilig werden. Ja, das stimmt. Das hatte ich auch, das Problem. Weil es kommt jetzt auch nicht wirklich eine große Herausforderung. Also, wir haben jetzt ja auch schon lange keinen mehr gesehen, ne? Nee, noch. Ist sehr ruhig hier. Ein Glück. Kann sich noch ganz schnell ändern. Wie viele hattest du schon mal, die dich auf einmal angegriffen haben? Oh, ganz viele. Ich glaube, das waren so um die 10 Mann bestimmt. Boah. Ja. Und dann waren auch noch 2 Mutanten waren noch vorhanden. Na, es war schon richtig heftig. Ach, die bleiben nicht in der Höhle, diese Mutanten? Nein, 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 nein. Irgendwann kommen die raus. Bloß wenn wir jetzt in der Höhle gehen würden, dann würden jetzt auch schon raus. Ja, aber dann weißt du ja schon mal, was passiert, wenn man Menschenfleisch isst, ne? Wie man dann endet. Ja. Ja, du kannst ja die Einwohner kannst du auch essen. Kannst die auseinanderhacken da und dann hast du ja einen Arm und ein Bein und das kannst du alles auf den Grill hauen. Hast du das schon getan? Ja, ja. Ach, oh mein Gott. Ja, leider, was die Wildnis aus Menschen machen kann, ey. Ja, dann bist du selber zum Kannibalen. Wie sammeln wir denn jetzt eigentlich Wasser? Ach so, ja, da müssen wir hochgehen. Ach ja, das kriegen wir nicht aus dem Meer, ne? Nee, da müssen wir an diesen Teich. Oh, ich muss jetzt aber erstmal was trinken. Jeep. Wir können ja mal gucken, wo der Teich ist. Oder ich gehe mal gucken, du kannst ja da weiterbauen, wenn du möchtest. Okay, genau. Oder komm, bitte. Oh, mach du mal. Ich baue schon mal weiter. Ja, dann gucke ich mal. Ich mach die Mauer fertig. Können wir hier? Oh, da sind noch 2 Baumstämme. Ja, guck mal. Ich habe ihn direkt gefunden. Musst du da jetzt nicht mit der Schale hin? Bin ich ja. Ich hab die ja. Ach so. Also einfach hier den Weg hoch, immer geradeaus. Dann bist du direkt schon da. Ah. Sehr schön. Gut, dann ist sie da nicht weit. Dann ist das ja echt praktisch. So, dann mache ich mal Feuer nochmal an und dann haue ich da Wasser rauf. Zack. Ein bisschen anfeuern hier. So. Sehr schön. So. Steine, Steine, Steine. Upsala. Oh, bin ich schon voll? Den kannst du. Es gibt extra so eine Halterung für Köpfe von den Tieren. Und was kann man dann. Was bringt einen das dann? Ja, ich weiß nicht. Die kann man halt im Haus oder draußen irgendwie anhängen. Sieht schön aus, ne? Oder ja, wie? So einen Dreh. So ja, zur Deko. Ach, was baue ich denn jetzt? Lager haben wir, Schlitten. Guck mal, so ein Steinlager. Ja, das könnte man auch. Ich mach mal
Und dann haben wir noch so ein Lager für die kleinen Äste. Mache ich auch mal direkt daneben. Ja. So. Und ja, Dyeing Rack heißt das eigentlich auf Englisch, ich weiß gar nicht, Deutsch, für Essen trocknen. Ja, das habe ich schon gesehen, genau. Das ist auch wichtig wahrscheinlich, ne? Ja, das ist ganz praktisch. Okay. Dadurch hält sich das Fleisch länger. Okay, gut. So, noch drei Steine. Sehr schön. Oh, ich bin K.O. Was macht denn das Wasser? Schön. Mach so, und dann schön. Ich dachte gerade, da käme irgendetwas und dann nur schön. Nein, nein. Bisher alles ruhig. So. Ah, jetzt fehlt mir noch einer für ein Lager. Okay, Steinmauer haben wir. So, das müsste ja auch eigentlich erstmal, ja, wohl. Ach so, du brauchst keine Steine mehr. Oh. Nö, da erstmal nicht. Ich mache erstmal hier noch zu. Hier müssen wir bloß sehen, dass wir irgendwie noch ein Tor reinbauen. Was wäre sonst schlecht? Darum. So. Ups, 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 ups. Na, so. Och Mann. Warum ging das denn jetzt nicht? So, da. Und dann hier so rüber. Warum geht das denn nicht? Oh, ich muss langsam machen. Mein Herz. Och, je. Bin schon ein alter Mann. Na, auch nicht. Warum das denn nicht? Meine Güte. So, fertig. Schön. Lager fertig. Boah, das ist so cool. So, jetzt aber. Genau, ein So, bisschen einmal. sammeln. Und dann baue ich hier dieses Trockending. Ja, genau, das ist ganz praktisch. Oh, warum macht er das denn nicht? Was ist denn los hier? Haben die das auch geändert? Okay, das hat er gemacht. Das geht Bäume und auch. so, diese ganzen Sachen, die wir abhacken, das kommt nicht nochmal wieder, ne? Also das respawnt nicht, ne? Doch, die Bäume kommen nach 10 Tagen, glaube ich. Ach so. Ungefähr. So, Lager, Lager, Lager. So, jetzt bauen wir hier noch was zum Trocknen auf. Da ist unser Schlitten. Die Koffer, die stören hier voll, Die Steine muss man irgendwie jetzt einzeln hier legen. Das ist doof. so, da habe ich alles gebaut. Essen. So, da haben wir das, haben wir. Da ist das Trockengestell. Ich baue das mal direkt neben dem Wasser auf. Ja. Und ich denke, ich werde dann auch direkt mal so einen Garten. Ja, na klar, warum nicht? So, den baue ich mal. Ich baue den mal hinters Haus. Ja, genau. So ein bisschen schön machen. Irgendwie kann ich das gerade nicht. Aha. Okay, gut. So, da wir ja hier ein schönes Lager haben. So. So, jetzt muss ich hier noch so einen Weg machen.
Ja, das reicht. So, Trockending ist auch fertig. Da kann ich jetzt das Fleisch dran aufhängen, oder? Genau, das kannst du da aufhängen. Muss ich ins Menü für, ne? Nö, eigentlich nur ran. Ach Und dann so. zeigt er dir das schon an. Ja, das hat sich schon erledigt, weil ich habe gar kein Fleisch, was ich aufhängen Ach kann. so. Deswegen. Also, was kann ich denn im Garten? Da habe ich auch nichts. Ja, da musst du irgendwie Kräuter sammeln da. Okay. Ich hänge mal mein Fleisch hier auf. Das ist zwar schon gammelig, aber. Steine sammeln, Steine sammeln, Steine sammeln. Was können wir denn noch bauen? So, was kann man denn mit einem Käfig machen? Da kann man wahrscheinlich irgendwelche Tiere gefangen Ja, halten. genau. Ja, also das gibt ja, ja, das ist die Falle, Ach, das ist eine Falle. ne? Ja, es gibt einmal eine Falle und es gibt einmal für Hasen extra so einen Käfig, da kannst du halt die Hasen drinne halten. Aha, und wie fange ich denn einen lebendigen Hasen? Ach, mit der Falle dann. Genau. Du kannst dann halt gucken, wo die Hasen am besten rumlaufen, stellst du die Falle hin und ja, dann schließt sich das dann halt. Aha, okay, so, da habe ich schon mal Hasenfalle. Okay, dann baue ich jetzt erstmal den Käfig, Ja. dass wir den haben. So, den Käfig, den baue ich direkt neben dem Gemüsebeet. Ja. So. Ist echt erstaunlich ruhig, also. Ja, ne? Also ich weiß ja nicht, wie es sonst abläuft, aber... Ja, doch manchmal. Also es gibt so Zeiten, da sind viele und es gibt auch Zeiten, wo keine Sau ist, ne? Oh, scheiße, ich muss was essen. Hast du noch was zu... Ich habe da auf Ja, diesen, genau, ja. da hängt Fleisch. Ich habe mir schon was gemacht, geholt. Hurra. Wieso kann ich das denn nicht drauflegen? Ich muss wahrscheinlich wieder das S auswählen, ne? Ja, ausrüsten. Genau. So, ich muss was essen. Oh, das sieht nicht gut aus, ey. Voll Ja, ich glaube, das kommt. vergessen, ey. Ja. Nanu, Wir da. brauchen immer noch ein Seil. Ja, das ist bestimmt für hinten da, wo wir angefangen haben zu bauen. Oh, das könnte. Oder für den Schlitten vielleicht. Obwohl. Nee, den können wir so ziehen. Schon okay. Ja, genau, der müsste eigentlich so gehen. Ja, das wird doch schon langsam hier. De. Das ist cool mit den Felsen, so sparen wir uns den kompletten Wall da rumzubauen. Es sei denn, sie springen von da runter, aber das glaube ich nicht, oder? Nee, das glaube ich nicht. Das eher nicht. Zack. Die Möwe. Wow. Die ist weg. Ach, jetzt schüttet es auch noch, toll. Ja. Es regnet. Manchmal liegt hier so viel Steine rum und manchmal gar nichts. Ich sammle gerade wieder Meine. kleines Holz hier. Ja. Hast du eigentlich mal Until Dawn gespielt? Ja, das kenne ich. Habe ich Ah. schon gespielt. Und wie fandst du? Ja, na, ich finde die Story sehr geil halt. Also, dass man selber halt entscheiden kann oder ja, versuchen kann, dass alle überleben oder halt wer stirbt und so, ne? Das finde ich cool. Also, dass man da eigentlich beeinflussen kann. Manchmal hat man Pech, da hat man dann falsch geantwortet oder macht einen Fehler oder sowas, ne? Ja, bei dem ruhig Dann. halten zum Beispiel, das fand ich so krass. Ja, genau, das ist So, echt Häschen fertig. schön. Käfig. So, jetzt baue ich eine Falle.
Ja. Die muss ich im Wald stellen und Ja, da genau, wo haben. am besten Hasen sind. Es gibt ja jetzt Until Dawn für PlayStation 4 kostenlos. Echt? Ja. Boah, was für Schweine, ey. Ja, habe ich mir auch geladen. So, ich baue das mal hier hin. So, Falle. Falle, da haben wir die Hasenfalle. Stolperdraht, Blatthaufenfalle. Wir brauchen erstmal die Hasenfalle. Die bauen wir jetzt hier hin. Boah, 31, ey. Ja. Verfallen die Fallen denn? Nee, wenn einer drinne ist, dann bleibt das. Gut. Also die müssen wir nicht irgendwann nochmal erneuern. Nein. Du musst da bloß immer hin, wenn da jemand, wenn da jetzt ein Hase zum Beispiel drinne ist, dann musst du, glaube ich, immer einen Stock halt nur reinmachen. Also der Stock, der halt dann weg ist. Ja, gut. Dieser Standstock da. Nur den musst du erneuern, mehr nicht. So. Ich habe gerade irgendwie so Samen gesammelt. Ja, die kannst du im Garten machen. Okay. Die Samen. Da hinten ist eine Hütte. Ja, das kann schon sein. So ein verfallenes Ding. Verfallenes. Ja, das sieht aus wie eine Ruine da hinten am See. Ach so, das sind diese, ja, das sind von den Einwohnern im Prinzip diese Häuser. Von den Kannibalen? Ja. Ach du Scheiße, ich dachte, die leben irgendwo. Oh ne, ich werde keinen Pilz essen. Ich dachte, die leben in Höhlen. Nö, die wohnen hier auch. Dann sind das ja unsere direkten Nachbarn. Genau, das sind so, ja. So, Hasenfalle ist fertig. Ja, schön. Schön, 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 schön. Jetzt mache ich da noch eben kaputt. Ein Stein noch, wohin denn auch da? So, haut das jetzt hier hin? Ja, naja, fast. Die. So. Ob wir ein bisschen besser hinkriegen hier. Ich guck mal, ob ich jetzt diese Sachen da auswählen kann, diese Blümchen da und so. Is kombiniere. Kann zum Herstellen von anderen Objekten benutzt werden. Ja. Kann Aloe Vera kombiniert werden zum Medizin herstellen. Kann zum Herstellen von anderen Objekten benutzt werden. Aber da steht nicht, dass ich das pflanzen könnte. Eigentlich geht das. Da steht jetzt nur kombiniere. Oder is. Nee, ich weiß nicht. Ich mach mal is. Oh, jetzt habe ich es wirklich gegessen. Dann mache ich mal kombiniere. Und dann gehe ich mal aus dem Menü raus. Und dann. Nö, ich kann es nicht pflanzen. Das ist ja ein Ding. Eigentlich geht das. Eigenartig. Merkwürdig. Ja, vielleicht ist das immer noch so ein Fehler oder so. Durch das neue Update oder irgendwie. Guck mal noch mal eben. Gut, schade, ja. Puh, keine Ahnung. Wir können Möbel herstellen. Wie geil ist Ja, das klar. denn? Das geht auch. Wo steht denn, wie man Waffen herstellt? Wir können sogar auf dem Wasser bauen. Ja, so ein Flussboot, ne? So ein Hausboot.
Ah, da oben ist was mit einer Pflanze. Aloe Vera, Medizin herstellen. So Keine Ahnung. langsam wird's dunkel. Ja. Summ, 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 summ. Ist ja cool. Finde die vermissten Flugzeugpassagiere, bau dein Lager, finde Timmy. Ja. Ach du Scheiße. Aha. Freies Bauen, Fundament, eigene Wand, ah, Dach, Ja, es geht. Kann man alles machen hier. Ein Knochenzaun. Och, Hund. Ziel, Signalfalle. Aha. Ja, aber wo kann ich denn jetzt fallen? Waffen herstellen. Was denn für eine Waffe willst du denn herstellen? Ja, zum Beispiel einen Bogen, weil ich finde jetzt Pfeilkorb und so finde ich, aber ich finde nicht, wo man Waffen herstellen kann. Oder ich bin gerade ein bisschen zu doof, ich weiß nicht. Bin jetzt gerade alles durchgegangen. Doch, hier ist Waffen herstellen bei mir. Und zwar die vorletzte, nee, drittletzte. Also das Orangene, das vierte im Prinzip. Ja, Simple Bitte Bow. von Crafting steht da. Ja, aber da steht jetzt nicht, dass man das jetzt Und dann steht da unten rechts Waffen herstellen. Und da ist Simple Bow ein Stick und mit Stoff und Seil. Das ist auf Englisch, ne? Steht es bei mir jedenfalls. Werkzeug herstellen habe ich jetzt hier. Werkzeuge. Waffen herstellen. Ja, da bin ich. Auf Waffen herstellen bin ich drauf, aber. Genau. Ach, das wird gar nicht so gemacht, wie jetzt zum Beispiel. Wie wir jetzt hier so das Haus bauen oder sowas, sondern man muss diese Sachen finden und dann. Oder wie? Genau, auf diese Crafting-Decke baust du das. Ah! Genau. Okay. So, lass uns mal reingehen. Dann sterben wir hier noch. Speichern. Ja, ich habe. Und einmal gute Nacht. Gute Nacht. Herrlichen, herrlichen. No. Oh. Aber das Guten ist Morgen. morgen. Aber das ist viel angenehmer, ohne einen Cut immer zwischendurch zu machen. Ja, das stimmt, das stimmt. Das stimmt. Aber ich mache jetzt mal schnell einen Cut bei mir, weil ich gehe mich jetzt meine rauchen. Ach, mach das. Dann ich guck mal, ob ich auch einen machen kann, aber dann gehe ich auch echt nochmal auf Toilette. Ja, ich bleibe hier einfach im Haus stehen, dann passiert mir nichts. Okay, bis gleich. Bis gleich.